In diesem Video geht es um das erste Jahrhundert nach Christus. Ob dieser Christus oder besser Jesus von Nazareth wirklich im Jahre 0 geboren wurde, darüber streiten sich die Historiker. Was aber als gesichert gilt, ist der erste richtige Auftritt der Germanen auf der Weltbühne. In diesem Video erfahrt ihr, warum die ältesten deutschen Städte ausgerechnet am Rhein liegen, was unsere Vorfahren mit rotem Haar zu tun haben und wie die Geschichte eines jungen Mannes zum deutschen Nationalmythos wurde. Starten wir mit den Römern. Das junge Kaiserreich befindet sich auf dem Weg zum Höhepunkt seiner Macht. Von den Küsten Britanniens bis an die Ufer des Nils stehen die Legionen und die Stadt Rom selbst kratzt an der 1-Million Einwohnermarke. Aber noch sind die Mächtigen im Reich nicht zufrieden. Immer weiter marschieren die scheinbar unaufhaltsamen Legionen und erweitern den römischen Einfluss. Im Herzen Europas hatte Julius Caesar erst kurz zuvor den Rhein überschritten und ein neues, unbekanntes Terrain betreten. Viele dieser dort aufgebauten Außenposten werden mitunter zu den ältesten deutschen Städten heranwachsen. Den römischen Legionen folgt aber auch ein Heer aus Händlern, Beamten und Ingenieuren. Wo Roms Baumeister auftauchen, da beginnt sich das Land zu verändern. Der römische Way of Life soll die rechtsrheinischen Germanen überzeugen. Es werden Aquädukte und Abwassersysteme gebaut. So werden die Städte mit Wasser versorgt und hygienischer. Händler reisen über die gepflasterten Straßen und Handelsschiffe transportieren tonnenweise Material über die Wasserwege des Reiches. Die römische Justiz entscheidet nach festgeschriebenen Gesetzen über Recht und Strafen. Ein Meilenstein ist auch das römische Recht. Vor dem Gesetz sind alle Bürger gleich, heißt es, und im Zweifel für den Angeklagten, in dubio pro reo. Und die Beamtenschaft treibt fleißig Steuern und Tribute ein. Abwassersysteme, Transportrouten, Steuergesetze, alles Dinge, die wir heute noch kennen und die wir definitiv den Römern verdanken. Damit ist das römische Imperium nicht nur militärisch, sondern auch administrativ eine Großmacht. Aber trotz aller zivilisatorischen Fortschritte, Rom ist nicht ohne Feinde. Denn nicht alle Völker wollen so leben wie die Römer. Nach der Unterwerfung Galliens durch Julius Caesar waren die Gebiete des heutigen Frankreichs und Belgiens in römische Provinzen verwandelt worden. Aber an deren östlichen Grenzen, von den bisher unbekannten und unerschlossenen Gebieten jenseits des Rheins, droht eine neue Gefahr. Die nordeuropäischen Germanen. Tatsächlich stießen immer wieder einige Stämme auf Beutezug über den Rhein auf römisches Territorium vor. Die Römer schlugen zurück. Unter dem Kommando von Drusus und Tiberius unternahmen sie zwischen 15 und 10 vor Christus mehrere Vorstöße in das Gebiet östlich des Rheins, um zum Beispiel die Marser, Chatten und Bructera zu unterwerfen. Die Cherusker unter Segestes gehören zu den ersten, die sich der militärischen Übermacht der Römer ergaben und zu ihren wichtigsten Verbündeten in Germanien wurden. In Wirklichkeit war das Germanien eine Erfindung. Vermutlich war es der griechische Philosoph Poseidonios, der die Bezeichnung in Rom verbreitete. Und es war Julius Caesar, der die vielen Stämme östlich des Rheins als Germani verallgemeinerte. Aber in Wahrheit handelt es sich um viele unterschiedliche Stämme, die bisher unberührt von der römischen Zivilisation ihren eigenen Göttern und Traditionen folgten. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus berichtet uns in Zusammenhang mit Germanien von einem trostlosen und undankbaren Land. Durch die andauernde Kälte und die tägliche körperliche Arbeit seien die Germanen rau und freiheitsliebend geworden. Die Männer sind furchteinflößend groß, haben rötlich-blondes Haar und tragen nur wenige Pelze am Leib. Sie leben in Dörfern, Familienclans, versammeln sich unter dem Dach eines Langhauses zusammen mit dem Vieh, sich gegenseitig wärmend. Das Leben ist hart. Man lebt davon, was die Jagd und der Boden abwerfen, sagt zumindest Tacitus. Und auch wenn die germanischen Stämme teilweise ziemlich unterschiedlich waren, einige Gemeinsamkeiten gab es doch. Heute wissen wir von der germanischen Kultur, dass die Sippe das Grundelement ihrer Gesellschaft darstellt. Hier spricht der Familienvater, der Dorfälteste oder der Priester sein Urteil über Recht und Ordnung.
Außerdem waren den Germanen persönliche Freiheit und Mitbestimmung besonders wichtig. Ein germanischer Mann musste sich selbst behaupten können. Auf dem Thing, einer demokratischen Versammlung der Stämme, drückten sie ihre Zustimmung durch das Aneinanderschlagen ihrer Waffen aus. Aber diese Lebensweise bedrohten die Römer nun. Im Jahr 7 nach Christus übernimmt der Statthalter Varus das Oberkommando am Rhein. Für ihn ist die Unabhängigkeit der Germanen eine Beleidigung für den Herrschaftsanspruch Roms. Die schwer bewaffneten römischen Soldaten überqueren nun regelmäßig den Rhein und kontrollieren viele Siedlungen und Wegkreuzungen. Eine ungeheure Provokation für die freiheitsliebenden Germanen. Von nun an sollen die Germanen viel mehr Tribute, also Steuern, zahlen und sich dem römischen Recht beugen. Schließlich sind sie Untertanen Roms. Und wie alle Untertanen sollen sie ihren Beitrag für das Reich leisten. Aber noch ist Germanien keine römische Provinz und gegen den Druck, eine zu werden, gibt es Widerstand. Immer mehr Stämme haben die ständigen Kontrollen der Römer satt. In dieser Situation spielt ein junger Mann namens Arminius eine entscheidende Rolle. Er sagt, so kann es nicht weitergehen. Arminius selbst entstammt dem Volk der Cherusker. Als Kind eines bedeutenden Stammesfürsten war er einst als Geisel nach Rom verschleppt worden. Dort genoss er eine ausführliche Ausbildung und diente in den römischen Hilfstruppen. Für seinen Heerführer Varus soll er nun die Germanen von den Vorzügen der römischen Zivilisation überzeugen. Aber in Arminius regen sich Zweifel. Er verabscheut die Brutalität der Römer gegenüber seinen alten Landsleuten. Und er weiß, wie wichtig die Selbstbestimmung und die religiösen Traditionen den Germanen sind. Steht er vielleicht auf der falschen Seite? Arminius steht zwischen zwei Welten. Für wen soll er sich entscheiden? Für die Römer, die ihn aufgezogen und ausgebildet haben? Oder die Germanen, die noch immer seine Familie und Wurzeln sind? 9 nach Christus bereitet sich Varus darauf vor, sein Sommerlager an der Weser zu verlassen und an den Rhein zurückzukehren. Arminius hat seine Wahl getroffen. Hinter dem Rücken der Römer versammelt Arminius die germanischen Stämme und wirbt um ihre Unterstützung. Er weiß genau, dass er die Römer nicht in einer offenen Feldschlacht bezwingen kann. Stattdessen soll eine List Varus in eine Falle locken. Weit weg von den gesicherten Rückwegen und tief im Land der Cherusker wollen sie zuschlagen. Vermutlich weiter entfernt vom Teutoburger Wald, als man lange Zeit angenommen hat, tief im Wiehengebirge fallen die germanischen Krieger über die unachtsamen Römer her. 3 Tage dauern die blutigen Kämpfe, in denen die rund 20.000 Mann dem Hinterhalt zum Opfer fallen. Nur sehr wenige Überlebende können sich zurück zum schützenden Rhein retten. Varus selbst nimmt sich das Leben. Der Überfall der Germanen in den tiefen Wäldern wird zur Katastrophe für die Römer. Völlig unvorbereitet werden fast 3 Legionen vollkommen vernichtet. Man muss sagen, kaum eine Schlacht ist für die Suche nach einer frühen historischen Identität der Deutschen von größerer Bedeutung als dieser Sieg der Germanen des Arminius. Der Sieg über die Römer wurde zu einem deutschen Nationalmythos. Auch der Name Arminius ist zu römisch. Luther nennt ihn Hermann. Aus dem Altdeutschen übersetzt bedeutet es sowas wie Krieger oder Heerführer, also mehr ein symbolischer Titel als ein Name. Im Deutschland des 19. Jahrhunderts verfestigt sich dieses Geschichtsbild in der Gesellschaft noch einmal. Im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges von 1870-71 und der Reichsgründung ist der Hermann-Mythos wieder besonders populär geworden. Die 1875 mit einer Gesamthöhe von fast 54 Metern fertiggestellte Statue Hermann der Cherusker war Nationalromantik pur. Immer wieder ist seine Person zum Symbol des Widerstandes gegen äußere und innere Feinde benutzt und ideologisch ausgeschlachtet worden. Für das erste Jahrhundert ist die Schlacht aber erstmal gar nicht viel mehr als eine deutliche Niederlage für Rom. Denn anders als in den späteren Interpretationen des 19. Jahrhunderts oft behauptet, bedeutet sie nicht den sofortigen Rückzug der Römer aus Germanien. Erst nach weiteren mühsamen Feldzügen unter dem Feldherrn Germanicus verzichtet das Römische Reich auf eine offensive Beherrschung der Gebiete rechts des Rheins. Stattdessen wird entlang des Rheins ein System aus Verteidigungstürmen und Kastellen ausgebaut. Es ist der Limes, der von der niederländischen Nordsee bis zu den Städten Köln und Bonn zu einem Bollwerk heranwächst. Aber es ist auch eine offene Grenze, die den Austausch von Waren und Kultur zulässt.
So wird das Rheingebiet über die Jahrhunderte hinweg zu einer symbolischen Grenze zweier Kulturkreise. Der Römer und der Germanen. Oder auf der einen Seite Wein, auf der anderen Seite Met. Das heutige Deutschland ist quasi geteilt. Der Konflikt mit den Germanen ist übrigens nicht die einzige Rebellion, die die Römer in diesem Jahrhundert zurückschlagen müssen. Was ist sonst noch im ersten Jahrhundert passiert? Naja, im Jahre 60 erheben sich, wie die Germanen, auch die keltischen Völker Britanniens unter Königin Boudica gegen die römische Herrschaft. Auch hier sind es die gewaltsame Unterdrückung und die Missachtung der religiösen Traditionen, die einen Aufstand auslösen. Trotz anfänglicher Erfolge der Kelten bleibt eine zweite Varusschlacht aus und die Römer gewinnen den blutigen Krieg. Wie Arminius wächst auch Königin Boudica in der Neuzeit zu einem Mythos heran. Niedergeschrieben sind diese historischen Ereignisse in einer neuen Erfindung der Römer, dem Codex. Schriften von Historikern wie Tacitus werden jetzt gebunden und nicht mehr als einzelne Schriftrollen verstaut. Der Codex ist damit der Vorfahr des modernen Buches. In solchen Kodizes werden von nun an auch die Historiker die Geschichte Europas festhalten. Sie berichten uns beispielsweise von dem Ausbruch des Vulkans Vesuv im Jahr 79 nahe Neapel, dessen Asche die Stadt Pompeji unter sich begräbt. Noch heute ist die mumifizierte Stadt ein Schatz für die Archäologie. Und in einem solchen Kodex wird auch festgehalten, was im kommenden Jahrhundert geschieht. Trotz der Rückschläge ist das Römische Reich auf dem Weg zum Höhepunkt seiner Macht. Aber der große Endgegner rückt immer näher an Rom heran. Ein Gegner mächtiger als alles, was die Römer bisher bezwingen mussten. Wer oder was das genau ist, das erfahrt ihr in den nächsten Folgen, wenn es um das zweite und um das dritte Jahrhundert geht. Euch jetzt an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und was mich mal interessieren würde ist, wie betrachtet ihr denn diese ganze Geschichte rund um Hermann oder Arminius, je nachdem, wie man ihn nennen will? Seht ihr ihn auch als Helden an oder sagt ihr, naja, das ist ganz schön verklärt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr kein Video mehr hier verpassen wollt auf dem Kanal, dann abonniert ihn einfach. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.